R-E-W-I-N-S-I-D-E. Was denn da bist? Repariert. Was denn da bist? Tauscht aus. Leute, und was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Petter, du dreckiger Verräter. Du weißt, dass wir beide deine Waffen haben, oder? Wenn jetzt erstmal zurück in die Stadt gehen, Petter, dann kriegst du den Anteil. Komm, los. Perfekt. Corona, du schaust von oben auf Patrick herab, ist das klar? Schaust, dass der Typ keine Scheiße baut, Corona. Das sowieso, aber ich schwebe auch über ihm. Sehr gut. Ich werde schon nichts machen. Patrick, ich rate es dir, mein Freund. Corona, weißt du, wo wir lang müssen? Dich jetzt an den Deal hältst. Ja, geradeaus und dann links. Ja, genau, ist richtig. Schweig still, Patrick. Ich rate dir, Rebi. Patrick, solltest du meiner Frau noch einmal, Gottes Willen, ist das hier dunkel, man erkennt überhaupt gar nichts. Das ist so. Ich hab dich so oft geküsst. Patrick, du bist so ein widerlicher Bastard, ich hasse dich so sehr. Du hast mich nicht. Patrick, du bist so ein dreckiger Hund. Du hast ihr nur einen Gefallen getan, Patrick. Darf ich nicht lachen, du kleiner Bengel. Darf ich nicht lachen, Patrick. Du hast sie entführt. Patrick, das ist eine Entführung gewesen. Mit irgendwas. Gottes Willen, ich. Die sieht nicht mehr ganz klar aus. Ich muss mich gerade dafür entschuldigen, dass es gerade so dunkel ist, Freunde, aber hier vorne ist schon der Weg. Okay, los. Kommt. Die ist niemals freiwillig mitgegangen. Patrick, keiner würde mit dir freiwillig gehen. Komm, Neva, komm, wir gehen zu mir nach Hause. Ins Warme. Patrick, schweig still jetzt, du dreckiger Verräter. Du wirst deine gerechte Strafe dafür noch bekommen, mein Freund. Na, ich krieg keine Strafe, ich krieg Nein, natürlich, Patrick, natürlich wirst du gleich deine zwei Frauen bekommen. Natürlich. Gut, komm, Neva, komm. Los weiter, ich habe keinen Bock mehr, durch den Regen zu laufen. Patrick, und ganz ehrlich, ich sage dir eine Sache, ne? Du wirst deinen Job, den du bei mir hattest, nicht wieder erhalten, ist klar? Nein, Patrick. Aber ich krieg meine zwei Frauen. Ja, du kriegst deine zwei Frauen, Patrick. Aber das mit dem Beruf, also mit dem Job, hast du dir auf jeden Fall deutlich verscherzt, mein Freund. Guck dir an, wie dumm dieser Junge ist, Corona. Schau dir an. Er war direkt in der Nähe der Stadt. Komm, Neva, wir müssen nach Hause schnell. Gottes Willen, ich kann es kaum abwarten. Neva wieder bei mir zu Hause haben. Was sind das denn hier für Zelte? Für Belagerungszelte? Oh Gott, Patrick, hast du überhaupt irgendwas mitbekommen in der Zwischenzeit? Wir wurden angegriffen, du Idiot. Du hast uns im Stich gelassen dabei, Patrick. Heerscharen von Gaia sind über uns hergefallen. Jetzt kommst du zurück in die Stadt. Und das Erstbeste, was dir einfällt, Patrick, ist meine Frau zu entführen und ihr in ein Waldhaus zu ziehen. Du bist doch krank, Patrick. Wie freiwillig mitgekommen? Patrick, das ist sie nicht. Sie ist meine Frau und ich werde sie irgendwann heiraten. Ja. Verdammter Verräter, jetzt geh in dein dreckiges Haus, Patrick. Oder warte mal, Patrick. Weißt du, was wir jetzt tun? Pass mal auf, Patrick. Komm erstmal zu mir in die Schenke, Patrick. Ich nehme an, du wirst wahrscheinlich auch durchnässt und müde sein, so wie es alle sind. Ich werde dir erstmal ein nettes Met ausgeben, okay, Patrick? Ein frisches Met, das kann doch sicherlich nicht schaden. Los, Neva, komm. Ja, kann überhaupt nicht schaden. Ganz ehrlich, das hast du ganz gut gemacht, Corona. Ich bin erstaunt, wie gut du mit Mofuk umgeben kannst. Corona, bediene doch unseren Gast gerne mal. Schenk ihm gerne was aus. Neva, komm. Neva, Baby, wo bleibst du? Hier, nimm dir eins. Neva, wo bist du? Komm. Habt ihr irgendwie so zwergisches Starkbier oder so? Irgendwie so? Zwergisches Starkbier, ich weiß nicht, ob. Neva, wo bist du? Jona das schon braunen kann. Okay. Neva? Mal fragen. Wo ist Neva denn jetzt schon wieder, verdammte Scheiße? Sie war doch gerade eben noch hinter mir. Ach, Gottes Willen, okay. Sie ist mit mir. Wo ist sie? Weiß ich nicht. Wo ist sie, Patrick? Neva? Wo ist sie hin? Steht sie etwa vor der Tür? Ja, sie steht vor der Tür, glaube ich. Nein, sie ist. Dann sieht man immer, wie du dich um deine Frau kümmerst. Ja, da ist sie. Neva, hey. Neva, komm, los. Komm, Neva, los, komm rein. Genug der Kälte. Lass sie in Ruhe, Patrick! Ja, hol dich mal raus. Was bist du für ein Mann? Alles gut, Gottes Willen, komm, Neva, steckst du etwa fest? Komm, Kleines, komm. Komm mit mir, komm. Erstmal, ich hab Durst. Ja, los, Corona, bedienen, komm. Ja, los, Neva, komm mit mir. Neva, verdammt nochmal, wird's bald. Komm, los. Hat Fiona gerade neu aufgesetzt. Okay, nur ich bin zu dumm, um das zu nehmen. Ach Gott, Neva. Okay, gut, hab. Komm, Kleines, wir gehen nach oben zu mir. Da wurde sie sicher bis vor diesem Ganzen. Patrick, Finger weg von ihr! Neva. Runter mit dir, los! Komm, Neva, komm. Corona? Wie geht's dir? Wie soll's mir gehen hier, nachdem du eine der Frauen hier entführt hast? Entführen würde ich das jetzt nicht nennen. So, Patrick. Und weißt du, was du jetzt tust, mein Freund? Jetzt, wo meine Frau wieder in Sicherheit ist, Patrick, leistest du unseren Anweisungen besser mal Folge, ist das klar? Wieso, was denn jetzt? Weil wir deine Waffen haben, Patrick. Wir werden dich jetzt einsperren und dann wirst du, mein Freund, warten. Patrick, denkst du wirklich, dass du davon kommst, wenn wir dich einfach laufen lassen? Corona, setz ihn fest. Glaubst du wirklich, Patrick, dass wir dich davon kommen lassen, wenn du jemanden entführst? Patrick, wir haben Regeln in unserer Stadt. Wir haben Regeln in unserer Stadt. In den Keller, Patrick! In den Keller. Oder warte mal. Nein, Patrick. Du kommst nicht in den Keller. Komm mit, raus aus meinem Haus. Nein. Das ist zu gut für dich, kleiner Bastard. Los. Patrick, weißt du, wo du jetzt hingehst? Mein Freund, du kommst mit unter die Stadteiche. Und da wirst du allen Leuten ausgestellt. Als dreckiger Verräter. Und wir werden einen fairen Prozess für dich haben, Patrick. Patrick, du hast meine Frau entführt. Was willst du denn jetzt von mir, hä? Als ob ich dich hier laufen lassen. Was denkst du, wer ich bin, Patrick? Was glaubst du ernsthaft, wer ich bin? Auf soll ich das noch sagen? Patrick, meine Frau würde niemals freiwillig mit dir kommen. Hör auf, wie soll ich das in den Mund zu legen, du dreckiger Verräter. Los, Trepp hoch, mitkommen, los. Komm, los. Raus, Patrick, raus jetzt, los. Du kriegst deine Frau nicht, du hast keine Frauen verdient. Wenn du schon Frauen entführst, musst du niemals eine bekommen. Komm, los.
Weiter geht, los! Komm, los! Wird's bald in glaubst die Stadtmitte mit dir. Ich würde guten Gewissens zwei meiner Frauen abgeben an jemanden, der hier lügt und betrügt und Frauen raubt. Wo soll ich hin? In die Stadtmitte, keine los! Unter den Baum! Mit dir mitgehen. Unter den Baum, Petrit! Los jetzt, wird's bald! Ja, wenn du sie zwingst! Petrit, ich werde keine dieser Frauen in deine Arme geben, du Geisteskranker! Du bist verrückt, Petrit! Bin ich verrückt! Petrit, du wirst erstmal eine lange Zeit. Petrit, du wirst keine Frauen bekommen, du Geisteskranker. Weißt du, was du jetzt bekommst, Petrit? Keine meiner Frauen. Du bekommst einen wunderschönen Aufenthalt in einem kalten, stählernen Käfig, Petrit. Corona, setzt ihn fest und nimm ihm seine Rüstung ab. Los, nimm seine Rüstung ab, komm. Petrit, du hast nicht anders verdient, du dreckiger Verräter. Meinst du, wir würden dir jetzt vergeben nach dem, was du getan hast, oder was? Rüstung ausziehen. Glaubst du ernsthaft, dass wir dir vergeben würden, Petrit? Du hast mich belogen, meine Frau entführt. Los, Sachen da rein, los. Guck dich mal an in deinem Lumpengewand. Leg deine Sachen da rein. Komm, Petrit, los. Rein in den Gefängnis, rein in den Käfig, komm, los. Ich will meine Frau. Rein in den Käfig. Petrit, du bekommst deine Frau nicht. Petrit, du hast nicht anders verdient. Du bleibst jetzt hier, ist das klar? Corona, hast du seine Sachen? Ich hab seine Sachen, ja. Sehr gut. Petrit! Rede, wie konntest du mir so etwas antun? Petrit, wie konntest du mir so etwas antun? Ich habe dir alles gegeben. Ich habe dir alles gegeben, Petrit. Ich habe dir Obdach gegeben. Ich habe dir Geld gegeben. Ich habe dir einen Job gegeben, Petrit. Und jetzt musst du erstmal hier schmachten. Corona, warte ganz kurz. Ich hole ein bisschen Holz. Tu seine Sachen ruhig hier in die Kiste. Ich hole ein bisschen Holz. Pass auf diesen verdammten Verräter auf. Mein Kopf tut weh. Ich werde ganz kurz Baloo in Gamers Time davon unterrichten. Hier ist direkt ein Zombie. Wollen wir ihn den Zombies überlassen? Oh, Corona, das wäre nicht fair. Corona, lass ihn leben. Wir müssen warten, bis er einen fairen Prozess bekommt, okay? Wir sind in einer anständigen Stadt hier. Wir werden keinen einfach so hinrichten. Das kann ich nachvollziehen. Ein kleiner Funfact noch, Petra. Weißt du, aus welchem Holz ich das Schild machen werde? Aus dem Holz deines Hauses, Petra. Was eigentlich für den Bau deines Hauses bestimmt gewesen ist. Werde ich ein Schild bauen, Petra, dass du nun öffentlich an den Pranger gestellt wirst, Petra. Und liebend gern mit altem Obst und faulen Tomaten beworfen werden darfst. Du verdreckter Verräter. Warum bin ich denn jetzt so misshandelt? Petra, weil du es nicht anders verdienst. Normalerweise sollte ich in meinem Etablissement auf die Streckbank strecken lassen von meiner größten und stärksten Frau. Nein, Petrit, das wäre noch... Du hast eine Frau entführt. Ich habe... Und du wunderst dich über die Bestrafung. Frau entführt! Petrit, was hast du denn dann gemacht, hä? Meinst du ganz ehrlich, irgendjemand kommt... Natürlich, Petrit, was hast du ihr denn erzählt? Oh, Neva. Ich komm mit mir in eine dreckige Waldhütte, wo es nach Moos und Pisse stinkt. Und dann wollte ich ihm mein Haus zeigen, weil die ja zeigt mir das. Okay. Pass auf, Petrit. Hier vorne steht es jetzt. Verräter und Frauenent. Führer. Petrit, was? Petrit, runter mit dir! Petrit, komm sofort zurück! Petrit, willst du sterben? Petrit, runter. Warte, ich komme. Petrit, runter mit dir, los. Und gib alle Blöcke her, los! Anklage. Ihr seid verrückt! Lautet auf. Wir sind verrückt. Du raubst Entführung die Frau aus der Obhut und Erpressung. Und ich bin ein ehrenhaftes Stadtmitglied. Ihr haltet mich hier wie Vieh. Baldiger Gerichtstermin. Ist angesetzt. LG Revi. Petrit, du bist ein verdammter Verräter, du bist ein Mörder. Vielleicht hättest du sie irgendwann noch umgebracht, du Geistkranker. Wer weiß schon, was du geplant hast in deinem kranken Kopf, Petrit. Petrit, deine Sachen hier vorne, die sind erstmal in dieser Kiste sicher. Versuch du ruhig erstmal die Sachen hier aus dieser Kiste rauszuholen, die ich jetzt gerade ganz nett einbaue, Petrit. Könnte ich auf jeden Fall eine Menge Zeit kosten, mein Freund. Warte ab, Petrit, du hast nicht anders verdient. Du wirst deine Sachen erst dann wieder bekommen, Petrit, wenn du lang genug am Galgen gehangen hast. Petrit, wie kannst du mir so etwas antun? Ich habe dir alles gegeben. Ich habe dir alles gegeben, du Verräter! Und dann kommst du mir mit so etwas, Petrit. Nein. Diesmal werde ich dir nicht vergeben. Du hast mich schon oft genug hintergangen, Petrit. Erinnerst du dich noch in der Steinzeit, in der Jungzeit, Petrit, wo wir ein Team waren, wo du mich ebenso mit Mo hintergangen hast? Aber Petrit, das hat jetzt ein Ende. Petrit. Was? Was willst du sagen? Was? Wir lassen das Thema. Gut, Petrit, pass auf, dann kannst du jetzt gerne hier verrotten. Ich werde, wie gesagt, einen Gerichtstermin für dich ansetzen, Petrit. Und wir werden sicherlich eine Möglichkeit befinden, dich zu bestrafen, Petrit. Wie wär's denn damit, wenn wir dich eventuell im heutigen Stream, Petrit, am Donnerstag, eventuell eine kleine Gerichtsverhandlung für dich machen, Petrit? Was hältst du davon, hm? Wenn du, wie du weggesperrt gehörst, eigentlich am Galgen stehen solltest, Petrit. Sei froh, dass ich dich direkt niedergestreckt habe, Petrit. Das Stadtrecht hätte es mir erlaubt. Ich werde nicht erscheinen. Hier, Petrit, du wirst nicht erscheinen, Petrit. Wie willst du nicht erscheinen? Hier, Petrit, hier gibt's ein paar dreckige Möhren für dich, Petrit. Und solltest du es wagen, Petrit, auszubrechen. Solltest du das wirklich wagen, okay? Dann wird nicht nur dein Haus niedergebrannt, Petrit, sondern werden wir dich auf die schwarze Liste der Stadt streichen. Und das heißt, Petrit, dass du fortan vogelfrei bist. Jeder, der dich sieht, darf dich umbringen, vergewaltigen, töten, was auch immer er möchte, Petrit. Okay? Lasst mich doch von euch nicht richten. Petrit, warte ab, bis der Richterspruch gesprochen ist. Wir werden gemeinsam mit dem Stadtkonsul einen fairen Prozess mit dir abhalten, Petrit. Und bis dahin bleibst du in deinem verdammten Gefängnis vermodert. Ist das klar? Petrit, erinnerst du dich vielleicht an die Situation? Das kommt dir doch allzu bekannt vor, hinter Gittern wieder wegen mir zu stehen, Petrit. Wieso
wieso missbrauchst du mein Vertrauen jedes Mal? Wir sollten noch eine Wache hier abstellen. Oh ja, hol ganz kurz eine Wache. Nein, Corona, hol beide Wachen. Okay, natürlich, in meinem Etablissement im Moment nicht viel los, da kann ich mir selber drum kümmern. Und Petrit, wie gesagt, das hast du dir alles selber zuzuschreiben. Die kommt in Situation sicherlich bekannt vor, Petrit. Aber du weißt ganz genau, dass du selber daran schuld bist, Petrit. Aber ich bin kein Ehren. Petrit, warte. Ich gebe dir noch Folgendes. Wenn du jetzt entfliehst, Petrit, dann bist du ein echter Bastard. Hier, Petrit. Nimm dir ein paar Felle, damit dir nicht kalt wird für die Nacht. Ich möchte nicht, dass es dir schlecht geht, okay? Ich möchte, dass du einen fairen Prozess erhältst, Petrit, so wie ihn jeder verdient hätte, okay? Ich lass mich doch nicht von euch richten. Wie sehe ich aus? Oh, Petrit, doch. Genau das wirst du tun. Genau das wirst du tun. Wo fliegt der? Oh Gott, hier fliegt irgendjemand mit seinen Drachen schon wieder. Ich höre es doch. Ja. Wer fliegt denn hier? Wahrscheinlich ist es Balui. Ja, Petrit. Was sind das, was, hä? Was? Das sind die Wachen, Petrit. Die werden auf dich aufpassen. So, die werden dich jetzt. Jonah und Ossi, kommt mal her hier. Kommt hoch, ihr zwei. Kommt. Komm hoch. Das ist der Verräter Petrit, der Neva entführt hat, ja? Ihr werdet ihn jetzt bewachen. So. Hier, Ossi, stell dich mal hier hin. So zwei Jonah, lächerliche, unausgebildete Wachen. Oh, Petrit, die sind besser ausgebildet. Petrit, die werden deutlich besser ausgebildet und bewaffnet sein als du. Okay, Petrit, wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Abend im Stream zu deiner kleinen Verhandlung. Bis dahin, meine Freunde. Wir werden uns dann weitersehen. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.